Steffen, erstmal herzlichen Glückwunsch stellvertretend an dich jetzt erstmal für das ganze Team. Sag einfach mal dein Fazit aus deiner Sicht, wie ist das Spiel gelaufen? Wann hast du noch an den Sieg geglaubt oder gab es auch Zeiten, wo du nicht dran geglaubt hast, wo du wieder dachtest, okay, das ist das typische Spiel, wie es die ganze Saison schon läuft und wir verlieren wieder knapp? Ja, ich habe eigentlich von Anfang an dran geglaubt, dass wir auch heute Bremen schlagen können. Wir haben bis jetzt eine unglückliche Saison gehabt, viele knappe Spiele verloren. Aber es war einfach wichtig, immer dran zu bleiben, Gas zu geben. Ich hatte schon eine Chance gehabt, zum 3-1 zuzumachen, habe es leider nicht genutzt. Und ja, das ist manchmal Schicksal, dass jetzt ausgerechnet Gustavo, der bis jetzt ein bisschen unglücklich agiert hat und bis dato noch kein Spiel gewonnen hat, heute zum Matchwinner wird. Aber ist letztendlich egal, wer die Punkte gemacht hat. Wir wurden super unterstützt. Vielen Dank an die Zuschauer und wir hoffen natürlich, dass in den nächsten Spielen alle wieder zahlreich erscheinen werden. Wie kommt man aus so einer Lage raus? Du hast es angesprochen, ihr habt insgesamt jetzt alle am Anfang unglücklich agiert und habt viele knappe Spiele verloren. Was habt ihr jetzt verändert, dass es heute dann doch funktioniert hat? Gab es sowas wie Teambuilding vielleicht oder was macht man da? Konzentriert man da auf sich selbst oder schweißt man das Team enger zusammen? Nee, es wurde eigentlich gar nichts verändert. Es wird ja immer gemunkelt, wenn man mal ein paar Spiele verliert und dann wieder gewinnt. Was wurde geändert, was wurde anders gemacht, was wurde umgestellt, aber manchmal muss man einfach genauso weitermachen, wie man ja, angefangen hat. Wir haben von Beginn der Saison eigentlich immer Gas gegeben, aber leider ein bisschen Pech gehabt auch. Und heute haben wir zum Glück das erste Spiel gewonnen und ich hoffe, dass es jetzt genauso gut weitergeht. Okay, dann noch letzte Frage an dich, Steffen. Realistischer Ausblick von dir, ihr habt noch 3 Spiele vor der Brust, nächstes Spiel ist in Fulda, danach heim gegen Hagen und dann kommt noch der Knaller in Düsseldorf. Wie denkst du, werdet ihr noch aus der Vorrunde rausgehen, beziehungsweise was sind eure Ziele? Ja, Prognosen will ich jetzt nicht abgeben, damit lagen wir bis jetzt nicht immer ganz gut, aber ich denke, wir werden auch noch gegen Hagen und gegen Fulda unsere Chancen haben. Gegen Düsseldorf ist natürlich schwer, wenn Timo Boll mitspielt, aber ich bin guter Dinge, dass wir noch den einen oder anderen Punkt holen werden in der Hinrunde. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei dir, Steffen. Vielen Dank. Für die Zuschauer, die noch da geblieben sind, habe ich noch die Infos.